Taubenbürgers in Washington, die von den Republikanern erwartete Siegeswelle ist offenbar ausgeblieben. Was bedeutet das für die Demokraten und ihren Präsidenten Joe Biden? Die Demokraten haben sich besser geschlagen, als es die Umfragen vorher haben vermuten lassen und könnten am Ende trotzdem mit leeren Händen dastehen. Im Senat sieht es tatsächlich so aus, als ob sie möglicherweise ihre Mehrheit halten könnten, auch dank des Erfolges in Pennsylvania. Dafür wackelt die Mehrheit im Repräsentantenhaus bedrohlich. Die Republikaner müssen ja 5 Sitze aufholen. Stand jetzt würde ihnen das auch gelingen. Und wenn es am Ende dann dabei bleibt, dann reicht das, um die wichtigsten Gesetzesvorhaben von Joe Biden in dessen zweiter Hälfte seiner Amtszeit zu blockieren. Joe Biden würde dann eine sogenannte Lame Duck, eine lahme Ente, könnte beispielsweise auf Bundesebene keine Personalentscheidungen mehr treffen, keine Bundesrichter ernennen zum Beispiel. Und er müsste per Dekret, per Präsidentenerlass regieren. Solche Erlasse werden vor Gericht oft zurückgenommen und Amerika droht in diesem Fall dann 2 Jahre politischer Stillstand. Danke, Torben Burgers in Washington.